Du bist am Arsch. Hey Luca, was machst du da? Sollten wir nicht ein Video aufnehmen? Ja, aber ich halte gerade mein Handy fest mit meinem Popsocket. Und was machst du auf deinem Handy? Ich bin in meinem Shop. Luca-shop.de. Hallo, mein Name ist Luca und meine Damen und Herren, dieser Shop hat heute nichts mit dem heutigen Video zu tun, denn ihr seht es bereits im Titel eingebaut. Das ist der Moment, wo du dazu ranzoomen müsstest. Achso. Ihr seht es schon im Titel eingebaut. Weiter. Ihr seht es bereits im Titel eingeblendet, meine Damen und Herren. Wir backen heute ein Kuchen ohne Rezept. Tag der offenen Tür bei mir im Weinschrank. Jetzt vorbei. Okay. Ich hatte diese unfassbare Idee, dass ich ja eventuell einfach mal versuchen könnte, einen Kuchen zu backen ohne wirkliches Rezept. Wie viele haben bist du gerade an mir ran? Sieht gut aus. Ja? Nein. Jule befindet sich gerade hinter der Kamera. Die hat Das ist Jules Hand. Jule, was hast du denn zur allergrößten Sicherheit vorbereitet? Ein Rührkuchenrezept. Ich dachte gerade, du sagst Rührei. Nein. 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 Was wir als allererstes brauchen, meine Damen und Herren, für den Kuchen sind natürlich Eier. Eier, wir brauchen Eier. Sag ja, Eier, wir brauchen Eier. Das ist, guck mal, Essen. Ich mag Essen. Die sind abgelaufen. Now we're baking a cake. Also Freunde, wir haben jetzt hier Eier, wir haben Milch. Was wir allerdings doch noch brauchen ist, die Sache ist, ich mach's halt, hier bin ich. Oder redet die Milch gerade mit dir? Das Ding ist halt so ein bisschen, ich weiß wirklich nicht, wie man einen Kuchen backen soll ohne Rezept. Also ich packe jetzt mal einfach noch Kakaopulver dahin, Salz. Immer eine Prise Salz beim Kuchen. Ärmel, hab mein Zwetter. Was wir auch noch brauchen, ist, würde ich mal sagen, eventuell Puderzucker, um das Ganze nachher ein bisschen schöner zu machen oben. Und wir brauchen natürlich auch noch Mehl, damit, weil, was wäre das Leben? Warum filmst du da hin? Ich film dich. Nein, du filmst voll nach da. Soll dein Gesicht in der Mitte sein oder dein Körper? Mein Po. Zucker, süß, ist nämlich mein Po. Und Zucker benötigen wir auch. Wir brauchen eine Kuchenform. Du hast eine Muffinform? Ja, aber keine Kuchenform. Ja, dann mach Muffins. Ja, ich mach Muffins. Nein. Ja, ich habe schon gesagt, dass im Titel Kuchen steht, als wenn ich jetzt Muffins backe. Dragon Ball. Bist du behindert? Jule ist der bescheuerste Kameramann der Welt. Und wir backen das jetzt mit einer Auflaufform. Du kannst dich auch mal ein bisschen bewegen, ein bisschen ja, mal rumlaufen. Wie soll ich denn schneller filmen? Ja, mach's doch doppelte Geschwindigkeit. Ja, ich zeig's dir doch jetzt. Na? Gleich ist dein Make-up dran. Sind die von der Eierverpackung eigentlich dumm? Hier steht 10 frische Eifeleier. Eifel. Eier mit Fell. Ich habe noch nie einen Kuchen gebacken. Und ich glaube, der jetzt wird toll. Meine Damen und Herren, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Hier, film das, Jule. Das hier wird unsere Kuchen. Für mich wieder, weil ich rede, die redet nicht. Das wird unsere Kuchen. Genau. Das hier wird unsere Kuchenform. Von daher kommt hier erstmal so ein bisschen Öl rein, würde ich sagen, damit das Ganze nicht direkt. Oder ist das schon falsch? Nee, aber ich würde das mit dem Küchentuch so. Ich würde das mit dem Küchentuch. Hast du Hände gewaschen? Nein! Also, Freunde, wir haben jetzt hier vorne alles mit so ein bisschen, was ist das? Sonnenblumenöl ausgedingst. Jetzt. Was hast du da eigentlich an, Jule? Kommt das eventuell am 1.6. in den Shop? Die Auflaufform, wo unser Kuchen reinkommt, ist jetzt auf jeden Fall vorbereitet. Jetzt geht's los mit dem Boden vom Kuchen. Jetzt haben wir Boden davor beim, ne? Genau. Ab jetzt weiß ich wirklich nicht genau, wie es weitergeht. Also wir müssen ja erstmal den Boden machen, dann kommt das obere Teil und dann kommt der Puderzucker kommt auf jeden Fall als letztes. Also der Boden muss auf jeden du Fall hart. Du kannst auch Zuckerguss machen. Ich wollte gerade sagen, wie ich es machen will. Also Jule hat ein Rezept vorbereitet, sie weiß, wie das Ganze funktioniert. Setzt du dich gerade hin? Ja, das ist anstrengend. Du hältst nur eine Kamera. Sag mir zumindest, was da rein soll. Du musst mir auch nicht die Mengen sagen. Also wir brauchen Butter, Mehl, Zucker, Eier, Backpulver und Milch. Hast du Backpulver? Ich habe nur Süßes. Hm. Hast du nicht sogar Backpulver? Nee. Also Jule meinte gerade, wir brauchen nicht unbedingt Backpulver.
Aber wie mache ich es ohne Backpulver? Was ist jetzt der erste Schritt? Ich dachte, du machst das. Soll ich jetzt... Hä? Ich muss doch wissen, was ich irgendwie mache. Mein erster Schritt wäre jetzt Kinderschokolade essen und auf den Kuchen scheißen. Nein. Nein. Die Butter und den Zucker mit dem Handrührgerät cremig schlagen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Die Eier nach und nach zum Teig hinzugeben und weiterrühren. Nun das. Lass einfach Kuchen bestellen. Die Butter und den Zucker mit dem Handrührgerät cremig schlagen. Die Butter und den Zucker mit dem Hand. Ich habe keine Butter und ich habe kein Handrührgerät. Aber ich habe Zucker. Du kannst auch Blätter nehmen. Ehrlich? Also der erste Schritt war Butter und Zucker mit dem Handrührgerät. Hast du sowas? Das ist sowas? Das ist ein Schneewesen. Also ich nehme jetzt den Raffineriezucker, den ich habe, und die LED. Dula hat mir wirklich überhaupt keine Grammzahlen oder irgendwas verraten oder Verhältnisse, in denen das hier rein soll. Das heißt, ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach mal einen Esslöffel Zucker. Oder ist das zu wenig? Ich denke dran, dass Kuchen und noch süß ist, ne? Ja, aber ich bin ja schon süß und wenn ich den mache, dann kommt doch von mir Süßheit rein. Na? Hallo. Lasst doch mal ein Like da, wenn ihr denkt, ich bin der neue Jamie Oliver. Ups. Unser Kuchen ist fertig. Ja, und bei euch so? Ich habe da jetzt gerade einfach nochmal so 3 Esslöffel Zucker reingehauen und jetzt mache ich nochmal so ein bisschen mehr Butter. Letter. Hast du das drauf? Hast du das drauf? Ich rühre das Ganze jetzt noch mal so ein bisschen um, Freunde. Währenddessen kann ich natürlich noch mal so ein bisschen weiterreden über den Shop. Wie gesagt, es wird 5 Merchandise-Produkte. Das macht mega viel Spaß hier. Es wird 5 normale Merchandise-Produkte geben, allerdings auch 2 Produkte, bei denen wir uns ein bisschen mehr Arbeit geben, die allerdings auch ein bisschen hochpreisiger angesiedelt sind und die auch limitiert sein werden, wo ich halt so ein bisschen, wo wir uns sehr, sehr lange mit beschäftigt haben, sage ich mal. Also das wird krass. Und ich will nicht zu viel verraten, aber 1.6. könnt ihr euch schon mal einen Kalender streichen. Nur mal für euch ein Update, das sieht hier gerade so aus. Also es sind quasi ganz normale Streusel. Es riecht wirklich nur nach Streuseln. 2000 Jahre später. Also, ich rühre jetzt hier seit 2000 Jahren. Und ich würde sagen, ich tue das jetzt einfach hier rein, oder? Nein! Ja gut, mach. Macht man so keinen Kuchen? Bist du dumm, man muss doch erstmal den Teig fertig machen. Dann nehme ich es halt wieder raus. Als nächstes stand da, dass du die Eier da reinmachen sollst. Die Eier mit Fell? Ja, aber du musst die vorher häuten. Ich würde sagen, da sind jetzt keine Haare mehr dran. Und jetzt nehme ich quasi diese Eier, hau die hier drauf und mach die hier rein und dann rühre ich das Ganze um. Tatsächlich. Richtig, ne? Ja. Und wie viel, das darfst du mir nicht sagen, ne? Nee. Und zu guter Letzt hier ein Nummer 4, Freunde, ist jetzt auch drin. Ich weiß nicht, ob das... Also ich würde jetzt sagen, dass unsere Masse mehr oder weniger gerade fertig ist. Also die ist halt sehr, sehr dünnflüssig und wir brauchen eigentlich eine dickflüssige Masse, das heißt Mehl. Oder? Ja. Ja. Daher nehmen wir uns jetzt hier diese tolle Mehlpackung, denn wir wissen, Freunde, ohne Mehl wäre es langweilig. Und jetzt füllen wir mal ein bisschen Mehl. Folgt mir doch mal auf Instagram, wenn ihr den wenn ihr dann ein Pferd habt. Instagram.com/laserluca. Also Jule, du würdest wirklich sagen, im Rezept steht, dass jetzt als nächstes Mehl rein muss. Das habe ich nicht gesagt. Hä? Du musst mir doch das Rezept sagen. Ja. Mehl? Ja. Ja, sag ich doch. Wie viel? Ah nee, darfst du nicht sagen, ne? Nee. So viel Mehl haben wir jetzt gerade drin. Ich würde sagen, da geht noch ein bisschen. Ich meine, ich kann ja auch. Ich lege mich die ganze Zeit fest, Freunde. Ich kann auch theoretisch einfach mal umrühren und mal schauen, wie es sich entwickelt. Scheiße, ich glaube, das war viel zu viel Mehl. Halt die Fresse. Hä? Es ist doch mein Video. Wie soll ich denn da die Fresse halten? Hallo. Alle drüber freuen würden. Nein! Doch! Würdet ihr euch drüber freuen, wenn ich die Fresse halte? Gebt mal einen Daumen nach oben. Die dümmste Kamerafrau der Welt. Sag mir wenigstens, wie dick die Masse werden muss. Also ich würde noch mehr Mehl reinpacken. Sag
Sagst du aber stopp, hier ist schon ein Berg drin. Halt's Maul. Ja, ich glaube, das war zu viel. Das war zu viel. Aber es kommt doch auch noch Milch rein. Das ist nur noch Milch rein. Guck mal, das ist nur noch Mehl. Guck dir das mal an. Was ist das denn für ein Kuchen, Mann? Machen wir heute einen Mehlkuchen. Unser deppender Freund hier vorne kann ja hier auch mal ein bisschen umrühren. Na? Wir backen zusammen Kuchen. Ey, was mache ich mit meinem Leben? Kannst du mir bitte verraten, ob danach noch irgendwas hier mitkommt? Weil sonst würde ich schon mal den Ofen vorheizen. Nein. Also das war's? Ja. Das kommt jetzt quasi in die Form rein und dann im Ofen. Hallo, in den Ofen, da. Hier rein. Soll ich vorheizen? Ja. Also wir machen Betriebsarten einfach mal auf Ober- und Unterhitze und nehmen wir mal 200 Grad, 180, damn, who needs that? Der Ofen heizt sich vor, der ist gerade bei 20 Grad, das ist ein Zehntel von dem, wie heiß ich bin. Da sind jetzt 2 Esslöffel Schokopulver, Kakaopulver drin. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn ergibt, was ich hier gerade gemacht habe an Kuchen. Das werde ich jetzt natürlich auch nochmal kurz umrühren. Sieht schon lecker aus. Danke, ja, stimmt, das hier gerade sieht echt lecker aus. Nicht probieren, Jule, nicht probieren, nicht probieren, erst am Ende. Schön hier reinfüllen die Masse und dann haben wir es auch da drin. Das ist der flacheste Kuchen aller Zeiten. Freunde, während der Ofen da vorne weiter vorheizt, würde ich sagen, dass wir jetzt hier mal gerade ganz kurz ein bisschen aufräumen und das Ding in den Ofen schieben und dann sehen wir uns fertig, wenn unsere Platte, da filmen wir die Platte, denn die filmen wieder mich. Wenn die dann fertig ist, also bis gleich. Nur wenige Minuten später. Meine Damen und Herren, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Die Sonne ist schon leicht untergegangen, deswegen sind die Lichtverhältnisse gerade ein bisschen anders. Allerdings haben wir jetzt circa eine halbe Stunde gewartet, haben den Kuchen hier drin gelassen. Ich bin gespannt. Zuallererst benötigen wir hier natürlich eine Unterlage, worauf wir den Kuchen stellen können. Dann benötigen wir natürlich Sicherheitsvorkehrungen, wenn wir natürlich das heiße Ding da rausnehmen wollen. Das hat meine Mutter auch früher immer gebraucht, als sie mich aus dem Bett holen wollte. Also, jetzt haben wir hier mal den Kuchen. Das ist wirklich kein richtiger Kuchen geworden, sondern eigentlich nur ein fetter Keks. Er riecht hart, hart geil. Freunde, wir schneiden den Kuchen hier jetzt mal kurz an. Ich schneide den mal hier in der Form einmal durch und einmal hier nochmal eben, sodass wir uns dann natürlich ganz easy eins von diesen Viertelstücken hier nehmen können. Nehme ich natürlich direkt hier das Eckstück. Jedes Stück ist ein Eckstück. Bin ich ein Vollidiot. Wir nehmen das hier mal raus. Es ist so ein, ja, es ist so ein bisschen flatterig, das muss man sagen. Aber es ist natürlich auch kein richtiger Kuchen, sondern es sieht halt auch nur aus wie so ein richtiger Kuchenboden gerade. Aber so, also ich meine, und der riecht halt wie Schokomuffins. Und Freunde, das Finale ist nun gekommen. Ich steche in den Kuchen rein, schneide mir ein kleines Stückchen ab von dem Kuchen, den ich gebacken habe, ohne Rezept. Und nun esse ich der Arm. Richtig geil. Wirklich, Freunde, wir haben uns vorher, ich habe zu Jule gesagt, komm, Jule, such dir wenigstens ein Rezept raus, sodass ich zumindest ein bisschen weiß, was ich machen soll. Weil sonst stehe ich hier und mache die Eier mit Schale rein und anstatt Zucker nehme ich Salz. Das ist der beste und flacheste Kuchen, den ich je gegessen habe. Ja, okay, schmeckt ganz okay. Danke. An der Stelle würde ich das Video jetzt allerdings auch beenden, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Es war natürlich jetzt mehr Rumhampelei und dumme Sachen, Gags, Jokes machen, als dass wir wirklich uns um das Kuchenbacken gekümmert haben. Aber es ist ein, wenn auch sehr flacher, aussehend wie eine Schuhsohle, Dings, Kuchen mit Puderzucker rausgekommen. Aber er schmeckt gut und das ist die Hauptsache. Wenn euch das ganze Video hier gefallen hat und ihr eventuell öfter wollt, dass ich mal irgendwas verkacke oder teste oder probiere, dann schreibt mir gerne Videoideen unten in die Kommentare und sonst verpisst euch, okay?